So Leute, ich heiße euch herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute gibt es mal was richtig Nices. Und zwar spielen wir heute mal mit einer geilen Pistole. Mosu ist der Name und ihr seht schon Leute, wie sie glänzt. Das kann auf jeden Fall nur Zerstörung bedeuten. Und zwar spielen wir heute mit dem Kompakt-Zielfernrohr, mit dem Langlauf, mit dem Schnelllader und mit dem Sekundär-Agenten-Mod, nämlich dem Schädelbrecher. Und die Funktion des Schädelbrechers ist ganz einfach. Jeder Volltreffer ist tödlich. Mit dieser Waffe zu zocken macht es auf jeden Fall übertrieben Bock. Probiert es auf jeden Fall aus. Wenn ihr damit gutes Aim habt, dann rasiert ihr die Leute unnormal. Ich werde natürlich nicht die ganze Zeit auf den Kopf aimen, weil das einfach zu dumm wäre, weil ich da auch manchmal drauf gehen würde und so weiter und so fort. Aber jetzt gebt euch erstmal das Gameplay. So Leute, eine Runde Abschuss bestätigt auf Slums. Die beste Map, die es jemals gegeben hat. Und hier gibt es erstmal zwei Headshots. Auf jeden Fall, ihr seht schon Leute, diese Waffe ist mächtig. Sobald ihr auf den Kopf aimt, dann ist echt Feierabend. Oh, da ist noch einer. Eine Sekunde. Erstmal ganz kurz nachladen. Komm her. Wow, so weiter geht's Leute. Wir gehen natürlich hier so gut es geht auf Volltreffer. Einen haben wir. Komm mal hierher. Sehr schön. Auf jeden Fall habe ich das rausgefunden, als ich gestern meine Mosu auf Gold gespielt habe. Ihr wisst Bescheid, Leute, der Road to Dark Meta Grind ist am Start. Und ich muss einfach sagen, diese Waffe auf Gold zu spielen war so extrem leicht. Das war nicht mal normal. Ich meine, Hardcore regelt, ihr wisst Bescheid. Okay, das sind echt extrem viele. Wir können hier leider nicht durch die Mitte durchpushen. Deswegen gehen wir jetzt einfach mal frontal rein. Komm mal her. Ein Headshot. Hier ist noch einer. Okay, das war leider kein Headshot. Aber hier kommt noch einer. Zeig dich, Junge. Okay, sehr schön. Links ist noch einer. Und ich hole mir auch noch, Kollege. Oh, da ist noch einer. Komm her. Wow. Okay, jetzt kommen die wieder von dort. Ich habe leider nur noch drei Kugeln. Ah, für den da vorne reicht's auf jeden Fall. Oh, das hat wohl leider nicht so gut funktioniert, wie du das vorgestellt hast, mein Freund. Es tut mir leid dafür. Einmal kurz nachladen, da vorne geht wieder Action ab. Jetzt will ich Gesichtpuls, gar kein Problem. Ihr könnt mich ruhig challengen, kommt her. Ja, Mann. Übrigens, ich würde euch allen mal empfehlen, ein Auge zu werfen auf den Primär-Agenten-Mod und auf den Sekundär-Agenten-Mod. Das macht eure Waffe einfach in so vielen Hinsichten so vielseitiger und ich bin mir jetzt nicht sicher, ob das jede Waffe hat, aber die Waffen verändern sich auf jeden Fall. Also ich meine zum Beispiel eine vollautomatische Waffe burstet dann oder sowas. Hier ist jetzt dieser Aufsatz, wie gesagt, dass Headshots One-Shot-Kills sind. Ich finde das auf jeden Fall echt eine geile Neuerung von Treyarch. Also haben sie auf jeden Fall echt cool hinbekommen. So wie zum Beispiel dieser Outlaw-Sniper, die zur P06 wird, wenn ihr da den Agenten-Mod draufpackt. So, es geht weiter auf Slums. Die Map ändert sich nicht. Besser so, denn die Map ist absolut geil. Nee, da gehe ich auf gar keinen Fall rein, Leute. Die Stolpermine haben mich schon genug Nerven gekostet. Noch einmal machen wir das nicht mit. Einmal hier rüber. Komm mal, da chillen sie alle. Auf deinen Nacken. Wenigstens haben wir die noch mitgenommen. Komm her. Was habe ich gerade eben noch gesagt? Und dann laufe ich wirklich genau durch die Stolperfalle. Ach man, Leute. Was für Hellstorm, Muruk, ganz schnell weg hier. Leute, ich hau extra ab, wirklich. Dicker, was hat er uns da gerade für ein Feed gegeben? Was hat er uns da gerade für einen Kopf gegeben? Gib mir auch mal deinen Kopf bitte hier. Wo bist du denn? Um die Ecke? Okay, die sind alle im Blut drin. Aber erstmal holen wir den Kollegen hier. Einmal kurz hochheilen. Komm her, Junge. Oh, da sind einige. Wow. Komm, weg mit dir. Durch hier. Und noch ein Kopf. Genauso muss das. Ich habe mit dem bis jetzt noch gar nicht gezockt. Deswegen bin ich jetzt umso gehypter. Komm her, Junge. Komm mal her, komm mal her, komm mal her. Wow. Nein. Weg hier. Leute, ich spiele gerade wie so ein richtiges Opfer, ja wirklich. Oh. Nein, nein, nein. Ich habe das gerade eben nicht überlebt. Wirklich. So bekomme ich meinen Kampfhubschrauber. Ach, wie schön, dass jeder Streaks bekommen kann im BO4. Wirklich.
Komm her. Komm her. Oh. Ah, ah, ich sterbe heute nicht. Komm her. Ah, okay. Das war mein Backup. Haben die etwa ein Einsatzteam oder was? Nee, okay. Das war doch keiner. Leute, aus welchem Grund... Das sieht so komisch bei ihm aus, weil da kein Name angezeigt wird. Korrekt, wir sind schon auf einer Geraden los und haben keine Waffe mehr. Komisch eigentlich. Wir spielen noch mit Plünderer. Ah, ich war auf der Suche nach dem nächsten Plünderer-Paket. Leute, egal. Oh, ja. Genau so muss das. Okay, Leute, das Schild muss wieder raus. Spawn nicht auf der Seite. Ach, egal, komm, wir gehen einfach mal dahin. Wirklich, wie konnten die das nur machen? Ich check das nicht. Egal, uns muss es ja gerade nicht interessieren. Der arme Typ setzt sogar seinen Specialist ein und bekommt noch auf die Fresse. So, der nächste Heli kann auch noch direkt raus. Oh, und Leute, schaut mal an, wie schön die am Leuchten ist. Yo, Gold. Wunderschön. Yo, oh, da kommt ein Hund. Oh, Glück gehabt. Sonst hätte uns das hier echt noch einen Tod gekostet. So, die 50 Kills haben wir leider nicht ganz hinbekommen, aber ein 48 zu 7. Wir spielen schon wieder auf Slums. Gut, warum nicht? Anscheinend funktioniert es ja ganz gut heute. Und übrigens, Leute, blame mich bitte nicht dafür, dass ich Ajax spiele. Ich wollte einfach mal ein bisschen da so durch die Spezialisten switchen und wollte mal das Schild ausprobieren, wenn ich ganz ehrlich bin. Na, die Marke holst du dir heute nicht, mein Freund. Knapp war's. Wow, yo. Übrigens, ich weiß natürlich, dass ich nicht die ganze Zeit auf den Kopf ziele und so weiter und so fort. Aber es ist nun mal manchmal einfach schwer, wenn euch der Gegner anschießt, noch so auf dem Kopf zu bleiben. Und jetzt holen wir erstmal wieder das Schild raus. Danach unterhalten wir uns wieder. Als ob man sich hier auch noch healen kann, Digga. Ich glaub's nicht. Hinterm Schild auch noch, oder was? Okay, was wollen die jetzt machen? Man ist mit dem Scheiß sogar gegen den Ninebang absolut immun quasi. Man kann ja direkt weiterschießen. Ich finde es einfach schwer, nur die ganze Zeit auf den Kopf zu zielen. Ich meine, ich gehe hier jetzt ja auch nicht mal auf Headshots. Ich habe ja mittlerweile schon meine Gold-Camo für die Mose freigeschalten. Natürlich will ich halt hier eben einfach Kills haben. Aber wenn ihr wirklich das Aim dafür haben solltet, dass ihr die ganze Zeit so auf den Kopf aimen könnt, dann ist das auf jeden Fall, ja, eine gute Sache. Ohne Witz, man, diese Streak, also dieses Scharfschützen-Nest, hat so heftig Style, Mann. Wow. Oh, ganz schnell weg hier. Digga, das hört gar nicht mehr auf, das Scharfschützennest, ne? Ich glaub's nicht. Einen für dich. Einen für dich. So sollte es eigentlich aussehen, nur noch natürlich ein bisschen schneller. Ja, Leute, das Scharfschützennest macht auf jeden Fall seine Arbeit gut. Mit der Waffe jedes Mal auf den Kopf zu zielen, das finde ich ein bisschen zu schwer. Deswegen habe ich mich einfach damit angefreundet, auf den Kopf natürlich schießen zu wollen. Aber wenn es ein Bodykill wird, dann auch nicht schlimm. Ich meine, ihr seht schon, ich trigger ja wirklich durch und gehe hier nicht auf gezielte Headshots. So, jetzt probieren wir mal was anderes aus. Und zwar versuche ich jetzt wirklich nur auf den Kopf zu zielen. Weil das ist ja eigentlich das, wofür man die Waffe eigentlich benutzen sollte. Aber dafür spielen wir auf jeden Fall frei für alle. Und natürlich schon wieder auf Slums. Dieses Game weiß, was mir gefällt, Digga, wirklich. Okay, Leute, meine FFA-Kenntnisse lassen mich natürlich nicht im Stich. Oh, der erste war immer ein Headshot, auch wenn es eher weniger gewollt war. Aber immerhin, Leute, ein Headshot. Komm her. Was habe ich gerade gesagt vom Thema One Bullet? Wow. Okay, drei Headshots inbound. Gib mir deinen Kopf. Da liegt ja noch einer. Komm her. Dein Kopf auch noch direkt. Ist hier noch irgendwo was? Scheint nicht. Einmal kurz das hier werfen. Ich habe echt jemanden geblendet. Sehr geil. Komm her. Okay, es tut mir leid, Leute. Ich weiß, ich habe nicht auf den Kopf gezielt, aber ich konnte mich jetzt gerade nicht so demütigen lassen. Ich habe es wirklich versucht. Jetzt gehen wir wieder auf Köpfe. Da hinten im Spawn ist einer. Deinen Kopf haben wir auch. Wow. Spring noch nicht so hoch. Egal, seinen Kopf haben wir. Gib mir deinen Kopf. Sehr schön. Okay, Leute. 10 zu 9. Sieht gar nicht mal so schlecht aus. Hier spawnt die ganze Zeit ein und derselbe. Er versucht mich irgendwie zu holen. Hat bislang eher weniger Erfolg. Oh, jetzt könnte seine Chance kommen. Aber nein, er bekommt einen Headshot. Sehr, sehr schade für dich, mein Freund. Hier, Leute. Die Backup-Mosu. Aber die ist ja heller Scheiß. Weg damit. Wieder zwei Headshots. Nein, als ob. Hä?
Ah, der ist geblendet gewesen. Okay, jetzt verstehe ich. Ja, oh. Ich habe gerade eben gedacht, ich habe meine Gravity Spikes am Start. Egal, Leute. Konterdrohne. Drohne raus. Oh, shit. Das war schon wieder kein Headshot. Wo will der kommen? Okay, er ist hier. Schon wieder Headshot. Komm zu uns. Schon wieder Headshot. Und schon wieder ein Headshot. Er will einfach nicht aufhören, ne? Krass. Wow, ich höre hier gar nicht mehr auf. Korrekt. Das Ding ist, wenn die so ganz nah rankommen, ist es viel, viel leichter natürlich, den Kopf zu treffen. Nur auch so Range-Geschichten bin ich da ein bisschen verloren. Yo! Ach man, in der Sekunde schießt er mich auch noch von hinten an. Wir waren gerade eben auf jeden Fall auf einer korrekten Streak, muss ich sagen. Wow. Oh, der hat aber richtig geschmeckt. Okay, da ist sich gerade einer am Grillen. Seinen Kopf bekommen wir natürlich. Sehr schön. Das Gute ist halt, ihr könnt auch echt wirklich jeden einzelnen Hund holen. Nie wieder von Hunden sterben. Naja, gut, wenn sie in der Nähe sind und ihr sie natürlich nicht holt, dann töten sie euch trotzdem. Aber immerhin, ihr habt die Möglichkeit zu überleben. Er versucht zu Knife Run. Deine Methode war auf jeden Fall nicht so erfolgreich. Meine allerdings schon. Okay, da habe ich gerade den hinteren eben gekillt. Das wollte ich gar nicht. Nein. Oh, schon wieder kein Headshot. Ein Kill. Wo ist mein letzter Kill? So kann man seinen letzten Kill natürlich auch machen. Okay, was haben wir hier als letzten Abschuss? Ein Headshot. Sehr schön. Keine Ahnung, warum ich da natürlich wieder absolut zweimal geschossen habe. Und da haben wir noch einen Headshot. Da schieße ich natürlich auch wieder dreimal, weil ich denke, dass ich den Kopf aus irgendeinem Grund nicht treffen könnte, weil der Gegner sich auf einmal so komisch bewegt. Aber hier habt ihr es auf jeden Fall. Ihr müsst diese Waffe auf jeden Fall einmal ausprobieren. Hier ist nochmal die Klasse. Wie gesagt, Kompaktzielfernrohr, langer Lauf, Schnelllader und natürlich den Schädelbrecher. Diese Waffe hat mir übertrieben Bock gemacht zu zocken. Ihr habt sie gerade eben gesehen und probiert sie aus. Schickt mir eure Clips, wenn ihr irgendwas hitten solltet. Wenn ihr noch andere außergewöhnliche Waffen im BO4 kennen solltet, schreibt es mir auf jeden Fall in die Kommentare. Irgendwelche Vorschläge, Waffen, die ich mal in einem Video zocken soll, dann macht das auf jeden Fall. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Abonniert meinen Kanal, aktiviert die Glocke und wir sehen uns beim nächsten Mal.